Schmidt und der letzte Redner in dieser Debatte, Ingo Wellenreuther für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie alle hier zu sehen, diese Uhrzeit. In der Koalitionsverhandlung haben wir beschlossen, ein deutliches Signal für einen sauberen, manipulationsfreien Sport zu setzen. Und nach dem Anti-Doping-Gesetz im letzten Jahr verabschieden wir heute ein Gesetz gegen den Sportwettbetrug und gegen die Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe und stellen dies unter Strafe. Und wir sind dies auch den ehrlichen Sportlerinnen und Sportlern schuldig, aber auch den Anbietern von Sportwetten, Wettteilnehmern, Sportvereinen, Veranstaltern und Sponsoren und auch der Öffentlichkeit ganz allgemein. Aber auch der organisierte Sport, insbesondere auch der Deutsche Fußballbund, begrüßt die Einführung der neuen Straftatbestände. Es geht hier um Manipulationsabreden im Sport und diese werden in Zukunft als Sportwettbetrug in 265c unter Strafe gestellt, wenn Sie einen Bezug zu Sportwetten haben, und unter 265 klein d, wenn Sie berufssportliche Wettbewerbe betreffen, ohne einen Bezug zu Sportwetten zu haben. Und Letzteres ist der Union zu verdanken, weil wir es nicht nur den Verbänden überlassen wollten, interne Strafen auszusprechen, sondern beziehungsweise eine strafrechtliche Verurteilung wird den Taten eher gerecht und auch die Abschreckungswirkung ist durch einen Straftatbestand eine andere. Wir waren auch aus rechtspolitischer Sicht aufgerufen, die Integrität des Sports sowie die Vermögensinteressen vieler Beteiligter zu schützen. Der Verlauf und das Ergebnis sportlicher Wettbewerbe müssen weiterhin nicht voraussehbar sein. Gerade dies macht ja den Sport auch für viele Menschen so attraktiv und reizvoll. Und die bisherigen Straftatbestände waren nicht ausreichend. Kriminelles Verhalten von Sportlern konnte oft nur als Beihilfe geahndet werden und die Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe war gar nicht strafbar. Darüber hinaus gab es Beweisschwierigkeiten oder die Strafbarkeit scheiterte am konkreten Nachweis eines Vermögensschadens. Kern des abstrakten Gefährdungsdelikts beim Sportwettbetrug ist die Unrechtsvereinbarung, mit welcher die Vorteilsannahme als Gegenleistung für die Beeinflussung des Wettkampfes mit dem Vermögensvorteil einer Sportwette verknüpft wird. Täter sind Spieler oder Trainer und dazu zählen jetzt auch in Zukunft dank unseres Einsatzes auch Athletiktrainer, Technik- oder Torwarttrainer, weil sie und wenn sie auf Geschehnisse Einfluss nehmen können. Und dank unseres Einsatzes ist auch der Sportwettbetrug auch in den Katalog der Geldwäschevortaten aufgenommen worden. Bei der Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe reicht es auch aus, wenn Ergebnisse manipuliert werden, auch ohne dass eine Sportwette damit im Zusammenhang steht. Und dazu reichen einfach auch Absprachen über den Spielausgang aus, etwa wie zur Verhinderung des eigenen Abstiegs. Das konnte man ja beobachten, schon lange her, 1971, beim damaligen Bundesliga-Skandal. Ja, und für beide Straftatbestände ist es durch die Änderung der Strafprozessordnung in § 100 klein a StPO auch gelungen, den Behörden die Befugnisse zur Überwachung der Telekommunikation einzuräumen. Besser wäre es meines Erachtens gewesen, wenn in besonders schweren Fällen der Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren ausgeweitet worden wäre. Vor dem Hintergrund der Millionenbeträge, die gewettet werden, wäre ein höherer Strafrahmen schuldangemessener gewesen und hätte auch eine bessere abschreckende Wirkung erzielt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich sehr zufrieden bin, dass wir in dieser Wahlperiode zunächst mit der Verabschiedung des Anti-Doping-Gesetzes im letzten Jahr nunmehr mit diesem Gesetz im Kampf gegen Spielmanipulationen mit und ohne Bezug zu Sportwetten ein deutliches Signal für einen sauberen, ehrlichen und fairen Sport setzen konnten. Und ich hoffe allerdings bereits auf eine präventive Wirkung des Gesetzes, damit es zu solchen Taten, meine Damen und Herren, erst gar nicht mehr kommt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Wellenreuth.